Heute machen wir endlich mal Polygel. Also, wenn du neu auf diesem Kanal bist, Sternteilen liken, abonnieren, Glöckchen einklicken, einen Kommentar da lassen und natürlich auch in die Videobeschreibung reinschauen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Polygel ist wohl eine der gehyptesten und wahrscheinlich auch einer der schnellsten Möglichkeiten, den Naturnagel zu verlängern bzw. eine Gelmodellage drauf zu klatschen. Bedarf natürlich etwas Übung, das Ganze, aber dafür ist ja dieses Video da. Das Video ist mit der Firma Claresa entstanden, das heißt, diese Firma hat mich auch ausgestattet mit den nötigen Produkten und diese Firma ist auch verantwortlich für das Gewinnspiel, wo ihr 5 kleine Starter-Sets gewinnen könnt für euer Polygel-Projekt. Aber was benötigen wir jetzt für unsere Polygel-Modellage bzw. was benötigen wir für die Press-On-Tipps? Als erstes natürlich ganz, ganz wichtig der Base. Dafür benutze ich hier den Palu Maxi Base. Und dann haben wir natürlich das Polygel. Dafür nehme ich hier das Palu Flexigel, was schon echt gut von alleine deckt. Also ihr habt hier wirklich eine sehr gute Deckkraft in dem Gel. Das könnt ihr sogar ohne Farbe benutzen. Dann brauchen wir natürlich noch den passenden Cleaner dazu, damit wir das Ganze gleich auch schön verteilen können auf dem Tipp. Und wo wir gerade bei den Tipps sind, wir brauchen natürlich auch noch die Tipps. In diesem Fall sind das die Formi Silicon Tipps. Zum Lackieren werden wir hier wahrscheinlich das Nude nehmen, also dafür hat sich Franzi entschieden, aber sie ist ja sehr entscheidungsfreudig. Daher kann es auch sein, dass es was anderes wird, aber ich denke mal, es wird das Nude. Dann haben wir hier natürlich auch noch den Polypen, ganz, ganz wichtig, eine Seite mit einem Pinsel und die andere Seite mit einem kleinen Spatel, damit ihr das Gel auf den Tipp aufbringen könnt. Zum Versiegeln benutze ich hier den Diamond Top, das ist eine Versiegelung ohne Schwitzschicht, das heißt, diesen Arbeitsschritt spart ihr euch da auch. Und wo wir gerade bei den Farben von Claresa waren, die haben eine recht große Farbauswahl, also schaut auf jeden Fall mal auf dem Online-Shop vorbei. Und dann brauchen wir natürlich auch noch eine UV-Lampe, am besten eine LED-UV-Lampe. Dann kommen wir auch direkt zum Gewinnspiel. 5 von euch können jeweils ein Starter-Set, ein Polygel-Starter-Set gewinnen. Dafür braucht ihr einfach nur den Hashtag Polygel in die Kommentare reinklöppeln und dann könnt ihr auch schon teilnehmen. Ich werde das Ganze dann per Livestream in einer Woche circa auflösen, wer gewonnen hat, also gerne dabei sein. Also auf jeden Fall teilnehmen und vielleicht sogar gewinnen. Also ich drücke euch die Daumen und ich würde sagen, starten wir doch einfach mal mit der Modellage. Also starten wir mit dem Vorbereiten der Nägel. Ganz, ganz wichtig, da solltet ihr einiges beachten, habe ich aber schon sehr, sehr viele Videos zugemacht. Ich verlinke euch die einfach mal. Im Groben den Naturnagel vorbereiten, anrauen, Nagelhaut entfernen. Falls ihr eine Altmodellage drauf habt, die natürlich auch zu 90-85% entfernen. Alles, was locker ist oder nicht mehr tragfähig, auf jeden Fall abrasieren. Ganz, ganz wichtig. Habt ihr das getan, werden wir jetzt erstmal die passenden Tipps dazu raussuchen, zu jedem Finger und uns die zur Seite legen. Denn wenn wir jetzt schon den Base auftragen und die Tipps dann drauf, dann sind die Tipps verschmiert. Das wollen wir ja nicht. Suchen uns mal ein paar schöne aus. Das hier ist zum Beispiel der 6er, der passt schon ganz gut. Genau, sollte an den Seiten auf jeden Fall nicht auf die Haut drücken. Genauso wenig sollte er da auch nicht so sitzen, dass zu viel Nagel am Tipp heraus scheint. Er sollte quasi den kompletten Naturnagel abdecken. Zum Aufdrücken macht erstmal so ein paar Trockenübungen, bevor ihr das Gel drauf habt. Also der Tipp wird angesetzt, nach hinten geschoben, wenn das Gel auf dem Tipp ist, und dann langsam von hinten nach vorne runtergedrückt. Nicht komplett auf den Nagel aufliegen lassen, weil sonst drückt ihr das Gel an den Seiten und vorne raus. Also wirklich hinten dran schieben, langsam runterdrücken und dann so ein bisschen, wie hier im Bild, stehen lassen. Das Ganze kommt dann in die Lampe, wird ausgehärtet, aber das zeige ich euch gleich nochmal. So, suchen wir uns erstmal die Tipps raus.
Im nächsten Step werden wir den Palu Max Base auftragen. Hierbei ganz wichtig, nicht an die Nagelhaut kommen. Ihr kennt das ganze Spielchen ja schon. Und dann auf jeden Fall auf dem kompletten Naturnagel auftragen. Das vielleicht nach oben hin so einen halben oder ein Viertel Millimeter Platz zur Nagelhaut, dass ihr da auf jeden Fall nicht drankommt. Und dann tragt ihr das auf alle Finger einmal auf. Das Ganze kommt dann für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe zum Aushärten und dann kleben wir die Tipps auf. Nehmt euch als allererstes den Cleaner, den am besten in so ein kleines Glasgefäß, ein Pinchen oder normales Glas reicht vollkommen aus. Es gibt natürlich auch spezielle Dip and Dash, die könnt ihr dafür auch nehmen. So, dann schlappt ihr euch das Flexi-Gel und ihr könnt natürlich auch den, ich weiß gar nicht, wie das Teil heißt, ich nenne es mal Rausdrücker nehmen. Der kommt dann einmal hier drauf. Oder wie würdest du das nennen? den Gel-Pusher. Gel-Pusher? Den Gel-Pusher. Wir nennen es den Gel-Pusher. Es gibt bestimmt einen speziellen Namen dafür. Der kommt hier einmal drauf und dann können wir das Gel schön rausdrücken und es kommt auch immer alles raus, was drin ist. Das heißt, ihr verschwendet kein Material. Dann schnappt ihr euch, wie gesagt, das Gel und euren Tipp und den Pinsel. Der hat auf der einen Seite einen normalen Pinsel und auf der anderen Seite einen Spatel. Und mit diesem Spatel könnt ihr dann wunderbar das Gel hier einmal abziehen. So. Kommt natürlich darauf an, wie groß der Tipp ist, wie groß der Finger ist. Umso mehr müsst ihr da natürlich drauf machen. Und dann streifen wir das hier einmal auf den Tipp. So. Und im nächsten Schritt. Pinsel in den Cleaner. Ganz wichtig, es darf nicht zu viel Cleaner am Pinsel sein. Das heißt, tupft das Ganze erstmal auf eine Zillette. Denn wenn das Gel zu flüssig ist, könnt ihr Luft reinkriegen, Luftbläschen oder es hält nicht oder Liftings entstehen, wie auch immer. Auf jeden Fall nicht zu viel Cleaner. Und dann könnt ihr mit dem Pinsel das Ganze hier einmal verteilen. Wer schon ein bisschen Erfahrung mit Acryl hat, der hat hier natürlich Heimvorteil quasi. Das Ganze dann schön flächig verteilen erstmal. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie lange ihr den Nagel haben wollt. Ich mache es jetzt hier mal bis zur Hälfte des Tipps. Zwischendurch den Pinsel auch mal sauber machen, neuen Cleaner nehmen. So, wichtig ist nun, wir wollen natürlich hinten an der Nagelhaut möglichst wenig Gel haben und vorne an der Spitze auch möglichst wenig Gel. Das heißt, wir versuchen das hier hinten möglichst flach zum Ende des Tipps auszustreichen. Damit sich hier später nicht so viel Gel aus dem Tipp rausdrückt. So. Und vorne das Ganze natürlich auch. Wir wollen natürlich vorne keine dicke Nagelspitze haben. Das heißt, wir gucken mal, dass wir hier vorne den Tipp schön flach kriegen. Das Gel schön flach kriegen. Hier könnt ihr natürlich auch schon so ein bisschen die Form vorgeben. Wenn ihr einen runden Nagel haben wollt, könnt ihr hier natürlich auch schon ein bisschen das Gel rund machen. Aber ihr kommt immer besser, wenn ihr das im Anschluss nachfeilt.
Und so sollte das Ganze dann ungefähr aussehen. Versucht das natürlich bei jedem Tipp möglichst gleich lang zu machen oder beziehungsweise gleich lang, gleich viel Gel aufzutragen, also im Verhältnis. Und dann können wir im nächsten Schritt das Ganze auch schon auf den Nagel bringen. Also hier schön vollflächig das Ganze aufgetragen und jetzt kommt das Ganze auf. Ja. Jetzt kommt das Ganze auf den Nagel drauf. Wie ich es gerade schon gezeigt habe, ihr fangt hier an, geht dann zur Nagelhaut und drückt es dann quasi zur Nagelhaut an. Ich lasse gerne immer ein bisschen Platz zur Nagelhaut, dann haben wir gleich noch ein bisschen Spielraum zum Nachfeilen und dann wird das Ganze ganz vorsichtig gleichmäßig nach vorne runtergedrückt. Wenn ihr jetzt merkt, hier an der Seite kommt ein bisschen Gel rausgequillt, kein Problem, ihr könnt natürlich ein bisschen nacharbeiten. Einfach den Pinsel wieder nehmen mit etwas Cleaner und dann könnt ihr das hier an der Seite wegnehmen. Ihr habt hier wirklich alle Zeit der Welt, die solltet ihr euch auch nehmen, denn solange kein UV-Licht da drauf scheint, wird das Ganze auch nicht hart. Das heißt, ihr könnt ruhig und langsam daran arbeiten. So, habt ihr das Ganze von der Oberfläche gemacht, dann dreht die Hand einmal um und dann muss das Ganze natürlich von unten noch etwas nachgearbeitet werden, damit wir hier nicht so eine dicke Kante haben. Auch hier könnt ihr mit dem Pinsel wunderbar nacharbeiten. Wenn ihr seht, ihr habt zu viel drauf, einfach ein bisschen wegnehmen davon. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das Ganze schön nach unten hin oder zur Spitze hin, zum freien Nagelende hin, schön flach ausstreichen. Habt ihr von unten nachgearbeitet, dann natürlich nochmal von oben kontrollieren. Es kann natürlich sein, dass der Tipp jetzt ein bisschen verrutscht ist. Und dann kommt das Ganze für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe. Beim Abziehen der Tipps einfach nur die Tipps etwas zusammendrücken, ein bisschen bewegen und schon lassen sie sich leicht lösen. Habt ihr alle Nägel gemacht, können wir den Nägel natürlich nachfeilen. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn ihr denkt, der Look ist perfekt so, dann braucht ihr das nicht machen, aber wenigstens die Form sollte auf jeden Fall nochmal angefasst werden. Ja, ganz normal, hinten den Übergang schön flach zum Nagel feilen, vorne die Spitze schön flach feilen und natürlich auch die Form vernünftig reinfeilen und dann sind wir auch schon ready zum Lackieren. Ich nehme zum Nachfeilen immer ganz gerne eine 180, 240er oder ähnliche Feilen. Das funktioniert für mich immer ganz gut. Bei Acryl oder härteren Materialien sollte man natürlich auch eine etwas gröbere Feile nehmen, aber hier für das Material reicht das vollkommen aus. Ich feile jetzt hier eine Mandelform. Ich gucke, dass hinten an den Übergängen das Ganze schön flach ist, dass wir hier diese kleine Kante wegkriegen. Und dann können wir das Ganze lackieren. Und nach dem Nachfeilen sollten sie dann so aussehen. Als nächstes können wir das Ganze natürlich lackieren oder nur versiegeln, falls euch die Farbe schon so gefällt. Das Flexi deckt nämlich schon ziemlich gut. Das ist das Flexi Pink. Aber wie gesagt, wir werden das Ganze jetzt noch mal einmal lackieren mit. Was war das? Nude, glaube ich. Nude.
Entstaubt auf jeden Fall den Nagel vorher einmal gründlichst, damit ihr keine Fussel in der Farbe habt. Zudem könnt ihr das Ganze natürlich auch nochmal einmal mit Cleaner säubern, den kompletten Nagel. Das kann auch nicht schaden. Beim Farbauftrag auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht an die Nagelhaut kommt. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt natürlich auch nochmal mit einem dünnen Pinsel die Ecken nacharbeiten, falls ihr merkt, da fehlt noch ein bisschen Farbe und ihr kommt mit dem Pinsel nicht gut in die Ecke rein. Da die Farbe schon super deckt, reicht theoretisch einmal, vor allem weil wir ja mit dem Flexi schon eine gute Basis geschaffen haben. Ich werde es trotzdem zweimal auftragen, um sicher zu gehen. Das Ganze kommt natürlich wieder 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe, um es auszuhärten nach jeder Schicht und danach kommt der Diamond Top drauf. Beim Diamond Top natürlich auch nicht an die Nagelhaut kommen, ganz, ganz wichtig, beziehungsweise bei der Versiegelung und das Ganze natürlich auch satt und überall auftragen, auch schön die Nagelspitze mit ummanteln, auch ganz wichtig. Das kommt dann auch wieder für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe und dann sind wir auch schon fertig. Nagelöl drauf, also nach dem Aushärten natürlich 20 Sekunden warten, damit die Versiegelung ein bisschen abkühlen kann. Und dann kriegt ihr den perfekten Glanz hin und dann erst das Nagelöl drauf. Wir haben hier keine Schwitzschicht beim Diamond, daher brauchen wir auch nicht abcleanern. So, und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen informiert. Denkt auf jeden Fall an das Gewinnspiel Hashtag Polygel unten in die Kommentare rein und dann nehmt ihr auch schon teil. 5 Leute können gewinnen, also viel Glück. In einer Woche werde ich das Ganze dann auflösen. Ich werde es auf Social Media und natürlich auch bei YouTube vorher ankündigen, posten, damit ihr auch wirklich dabei seid und vielleicht sogar gewinnt. Und das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Share, teilen, liken, abonnieren. Ihr kennt das Spielchen. Kommentar da lassen mit Polygel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Euer Chris.